Was sind die Grundvoraussetzungen für ein Vollstipendium in den USA? Eine riesengroße Frage und eine ganz einfache Antwort mit ein bisschen Hintergrund. Das gebe ich dir jetzt alles mit in diesem Video. 1,7 ist der Schnitt, wo sozusagen aus einem, wo sich die Spreu vom Weizen trennt. 1,7 im deutschen und österreichischen Abitur. Es lässt sich nicht mal ganz klar sagen, auf der Schweizer Skala, wo das Ganze stattfindet, da ist ja 6 die beste Note, aber um 5,0 kann man sagen, ist auf der Schweizer Skala, genau auch der Punkt, wo sich die Spreu vom Weizen trennt. Was genau bedeutet das denn jetzt für dich? Angenommen, du bist bei 1,7 oder besser unterwegs. Es gibt jetzt zwei Dynamiken, die du hier beachten musst. Erste Dynamik, relativ einfach, ist einfach anders, als wir es hier kennen, aber es ist einfach zu verstehen. Deine finale Note aus deinem Abitur oder deiner Matura zum Beispiel zählt nur ein Viertel. Wenn du zum Beispiel deinen Schulabschluss machst im Jahr 2024, dann ist es ja hier im deutschsprachigen Kulturkreis so, dass diese finale Note alles zählt. Was davor war, ist so ein bisschen egal. In den USA nicht. Da zählt und steht der Progress Towards Degree. Das heißt zum Beispiel werden von 2024, von deiner finalen Note, wird ein Viertel mit reingehen. Ein Viertel von 2023, also die Jahresnote, ein Viertel zählen die Noten von 2022 und ein Viertel von 2021. Das kann gut oder schlecht sein. Wenn du zum Beispiel einen finalen Schnitt hast von 1,7, aber dein finaler Schnitt einen Schub nach unten war, dass du eigentlich immer viel besser warst bei 1,3, 1,4, 1,5, dann werden diese Noten mit reingehen und dementsprechend deinen Schnitt aufwerten. Umgekehrt genauso. Du solltest dich jetzt nicht zu sehr freuen, wenn du in den USA ein Vollstipendium erwartest und die 1,7 deines Abiturs zum Beispiel jetzt aber nicht repräsentativ war. Wenn du eher immer so über 2 unterwegs warst, 2,1 und das Abi einen Schnitt nach oben war, dann ist dein finaler Schnitt nicht ganz mit 1,7 zu bewerten, sondern ein bisschen schlechter. Also Progress Towards Degree, die letzten 4 Jahre vor Erhalt deines Abschlusses gehen mit rein. Das ist die erste Dynamik. Die zweite Dynamik, die jetzt für ein Vollstipendium sorgt, ist natürlich die finanzielle Power der Universität, dir ein Vollstipendium geben zu können. Das können nicht alle Unis. Also nur weil du super gute Noten hast, heißt es nicht direkt, dass die Uni das auch honorieren kann in Form eines Vollstipendiums, weil wenn die Uni das Geld nicht hat und dich nicht fördern kann, geht es nicht. Das heißt, die Dynamik, in der wir uns hier eigentlich bewegen, ist, dass du mit einem Schnitt von 1,7 oder besser die Chance hast, an eine Elite-Uni angenommen zu werden, an eine Top-100-Uni. Ja, wenn du dich jetzt in die Top 20 rein bewegst natürlich, also Ivy Leagues, die bekannten, oder auch Stanford, UCLA, Berkeley, dann solltest du nicht davon ausgehen, dass du mit 1,7 schon reinkommst. Dann brauchst du einen sehr tiefen Einserschnitt. Aber auch dann gehört noch einiges dazu. Ja. Also ich gehe in diesem Video jetzt nicht darauf ein, was noch alles bereitgestellt werden muss, neben sehr guten Schulnoten. Aber mit sehr guten Schulnoten hast du die Grundlage, dort reinzukommen. Aber bleiben wir bei 1,7 und damit der theoretischen Möglichkeit, dir eine Top-100-Uni aufzuschließen. Diese Top-100-Unis vom Ranking in den USA, das kannst du ja einsehen, du kannst ja googeln, Top-100-Liste oder Unis in den USA, sind von der Financial Power einfach so stark durch Alumni-Support, dir finanziell unter die Arme greifen zu können, wenn du drin bist. Das ist eine allgemeine Dynamik. Bitte nicht schwarz auf weiß, hey, Jonas hat aber gesagt in diesem Video, es ist immer so. Nein, es geht generell darum, dass Universitäten, die sehr gut gerankt sind, sich oftmals blind machen vor dem finanziellen Bedarf deiner Familie. Das heißt, wenn du reinkommst mit 1,7 in eine Uni, die in den Top 100 gerankt ist, die das Geld hat, dich zu unterstützen, und die Uni dann merkt, unsere 70.000, 80.000 Dollar Studiengebühren, Unterkunft, Vollverpflegung, also Tuition, Room and Board, können gar nicht bezahlt werden von dir und deiner Familie. Dann sagt die Uni, ich will den Typen oder das Mädel aber trotzdem haben, weil die so stark ist vom Profil. Und dann gibt es das Vollstipendium hinterher.
Das heißt, die Dynamik ist nicht so, dass durch 1,7, das ist die wichtige Zusammenfassung dieser Gedanken, die Dynamik ist nicht, dass durch 1,7 oder besser dir ein Vollstipendium gegeben wird, sondern durch 1,7 oder besser kommst du in eine Uni rein mit einer erhöhten Chance, ist auch nicht garantiert, aber dann solltest du es versuchen mit einem speziellen Coaching, komme ich zu, kommst du rein, die in der Lage ist, dir dann finanziell ein Vollstipendium zu sponsern. Also 1,7 führt zur Zusage einer finanzkräftigen Uni, finanzkräftige Uni führt zu Vollstipendium. Das ist die Chance. Man kann niemals, kein Service-Dienstleister der Welt, nicht wir, nicht ePro360, auch kein anderer, kann dir garantieren, dass es klappt. Wenn ich dir sagen könnte, nur weil du dich bei Harvard bewirbst, kommst du rein, wäre ich Multimilliardär, dann bräuchten wir diesen Kanal nicht machen. Das geht natürlich nicht. Aber du hast die Möglichkeit, deine Chancen zu maximieren. Wenn andere Elemente auch stimmen, wie zum Beispiel deine Test-Scores, Standard, da gibt es andere Videos auf diesem Kanal zu, deine Bewerbungsschreiben, deine Motivationsschreiben, deine Extracurriculars, dein Lebenslauf. Wenn du für dich herausfinden möchtest, ob du eine Chance hast, mit dem, was du sonst noch mitbringst, außer deiner Noten, dein Profil mal evaluieren zu lassen, dann kann ich dich einladen, diese Chance zu nutzen. Wir haben nämlich zurzeit die Möglichkeit, unter diesem Kanal eine kostenlose Erstberatung mit dir zu machen. Da ist ein Link, du kannst dich registrieren und dann wirst du weitergeleitet auf den Kalender. Such dir eine Uhrzeit aus, das Gespräch dauert 10, 15 Minuten. Wir werden dir einfach ein paar Fragen stellen, um eine bessere Grundlage zu haben, zu verstehen, was ist dein Profil und was sind eigentlich deine Ziele. Passt das zusammen? Wenn ja, was würde es kosten? Was ist die finanzielle Grundlage, die du brauchst? Hast du die Chance auf ein Vollstipendium? Dann sollten wir auf jeden Fall reden. Dann erklären wir dir in einer ganz tiefen Beratung auch nochmal kostenlos, was alles getan werden muss mit deinem Profil, um alles rauszuholen, um dich eben reinzuholen in die Unis. Oder wir können dir auch ganz transparent sagen, hey, weißt du was, ein Vollstipendium kriegst du zwar nicht, realistisch zumindest nicht, können wir dir nicht versprechen, aber wir können dir versprechen, zu Betrag X in die USA zu kommen, vielleicht mit einem großen Teilstipendium. Das ist für die meisten übrigens die Unterhaltung, wo es hingeht. Wir müssen uns das ja mal genau angucken, was sind das für Profile. Aber ein Teilstipendium in den USA, teilweise über mehrere 10.000 Euro, kann ja ein Studium für dich und deine Familie auch schon möglich machen. Es muss ja nicht immer das Vollstipendium werden am Ende. Das Ziel kann es ruhig sein. Ist ja auch cool, die großen Ziele zu haben und ein Vollstipendium ist schön für alle Beteiligten finanziell, weil es entlastet drastisch. Aber nur weil wenn es kein Vollstipendium wird, heißt es ja nicht, dass du deine USA-Pläne direkt an den Nagel hängen musst, wenn es doch noch eine riesengroße finanzielle Unterstützung geben könnte. Wie gesagt, das können wir gerne kostenlos für dich herausfinden. Wenn du noch nicht bereit bist, mit jemandem von uns zu reden, ich würde mich trotzdem freuen, dir helfen zu können. Du kannst unter diesem YouTube-Video immer die Kommentarbox nutzen. Unser Team ist dafür da, diesen Kanal von unten zu bespielen und dir in der Regel innerhalb von 48 bis 24 Stunden auch eine konkrete Rückantwort zu geben, ob es möglich ist oder nicht. Oder überhaupt mit dir zu quatschen darüber, ob diese Ziele für dich Sinn machen. Wir freuen uns, von dir zu hören. Geh mit uns in Interaktion. Wenn dir dieses Video geholfen hat, gib dem Video bitte einen Daumen nach oben. Da bitte ich dich drum, weil dann wird der Kanal besser ausgestrahlt. Da haben alle was von, wir und auch andere. Tu also gerne diesem YouTube-Algorithmus was Gutes. Und für dich, wenn du mehr Informationen haben möchtest, abonniere diesen Kanal für weitere Informationen zum Thema How-to-USA-Studium. Bis dahin. Ciao.